Hallo und herzlich Ja, willkommen zu F1 2019 mit dem René von Fanclub Magazin. ja, servus, grüßt euch, ihr liebe Besucher. Ja, aber der Patrick von XC Gamer muss sich wieder selber vorstellen. Ich bin ja den großen Preis von Mexiko im Autodromo Hermanos Rodriguez. Und los Ja, geht's mit dem und Blitzmonat. heute, ausnahmsweise heute, Die bin ich Premiere. dabei. Ja, heute bin ich dabei. Heute dürft ihr auch Bist du meine immer dabei? Premiere. Ja, Genau. also was halt Aufnahme jetzt angeht, wollte ich jetzt nochmal definieren, ja. Dann natürlich nehme ich jetzt auch meine Streckenqualität hier auf, wie ich fahre. Und Ja, sehr gespannt. Mexiko, das muss aufgenommen Genau. Also werden. wenn ihr dann wollt, wenn ihr das jetzt immer bei XC Gamer geguckt habt, schaut gerne mal auf Fanclub Magazin. Der Kanal ist ja immer schon in der Videobeschreibung verlinkt und da seht ihr jetzt den Großpreis von Mexiko aus der Sicht von René. Genau. Könnt Und dann immer XT hin und Gamer schauen. Patrick wird auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, so wie ich bei ihm immer schön brav nachgeschaut habe, wenn er Genau, fahren. und vielleicht würde mich auch der René verlinken in seiner Videobeschreibung, dass ihr dann auch quasi diesen Sichtwinkel sehen werdet. Schauen wir mal, ob du gewinnst oder nicht. Nee, Spaß. Nee, Ja, wenn ich logisch. gewinne, dann nehme ich hier die Punkte weg. So, los Du. geht's mit dem Blitzqualifying. Oh, ein geiler Sound, hey. Und dann noch hier richtig. In 4K HDR nehmen wir das richtig schön auf. Oh, das freut mich sehr. Jetzt erstmal nichts mehr sagen, wieder ein bisschen konzentrieren, auch mal wieder eine Pole Position rausfahren vielleicht. Ja, jetzt will er mir nämlich zeigen, wer er ist, weil ich jetzt aufnehme. Aha. Die, Dass man mal den Vergleich sieht, wirklich von den Höchstleistungen her und so. ja. Nein, das war jetzt eine komische Kurve hier, als ich gefahren bin. Ich bin irgendwie so hängen geblieben da. Bin mal gespannt. Ja, nee, es war ganz kurz nur. Ey, das heißt ja, wir können ja dann über die Party-Chat gehen, wenn wir jetzt aufnehmen und so weiter. Oder? Keine Ahnung. Patrick? Nee, glaube ich nicht, dass es geht. Doch. Ich weiß nicht, ob wir Party-Chat mit aufnehmen. Doch, geht doch. Ist doch ganz logisch. Was ist denn da logisch? Ja, das ist alles logisch. Probieren Müssen über wir mal ausprobieren, Studieren. ja. Ja, weil dann wäre ja alles in einem drin. Ja, aber so einfach ist es bei Xbox nicht immer. Oder allgemein bei Nein. allen Konsolen bestellen. Aber wir können es auch zumindest probieren. So, haben wir es geschafft. Oh. 1:21:56, während der René sich um Kopf und Kragen geredet hat, habe ich hier die beste Da habe ich Runde Platz 14 gemacht. Aber wenigstens zeige ich es jetzt mal, dass ich es kann, ja. Ja, ich sehe es. Ich habe jetzt mehr gequatscht als wirklich konzentriert auch. Aber naja, 20 Passiert Punkte auch. geholt. Sehr gut. 20 Jetzt wird Punkte. alles bewahrheitet. Ja, nee, Spaß. 20 Punkte, Also, bitte drücken Sie auf A, dann können wir fortfahren. Vielen Dank. Ich wollte nur was lesen, deshalb. Achso. Ja. Dann schauen wir mal auf die Wetterverhältnisse. Wir hatten lange kein Regenrennen mehr. In Mexiko ist es eher unwahrscheinlich. Bei so vielen Autos gibt es immer ein 18 Runden Unfallrisiko sind in es der diesmal ein bisschen ersten Kurve. länger. Wir Sei sollen aber wieder in der vorsichtig. siebten reinfahren. Sehr gut. Ah, okay, super. Aber wird wahrscheinlich die neunte dann wieder. So, viel Spaß dir. Ja, danke dir auch. Danke. Los geht's. Der große Preis Oh, von sehr guter Mexiko. Start. Ist ja auch sehr heiß da, also kann man gut starten mit den Reifen. Ja, muss man sich nicht vorwärmen, denke ich mal, in Mexiko. Ja, ne, Sonst da sind wir glaube in ich nicht mal. diesen riesigen Kühl. Nicht kühl. Ja. Oder kühl? Wahrscheinlich müssen sie hier eher gekühlt werden. Normal sind sie in Ja. diesen Wärmedecken. Hey, Mann, wie jetzt kriege ich fährt eine ihr denn da unten Kollisionsstrafe. rein, Ja, Alter? und ich kriege auch noch Kollisionsstrafe. Jetzt habe ich es endlich mal auf Beweis, weißt. Also, das ist echt unglaublich. Ja, wir fahren hier wieder auf 30% Schwierigkeit, falls ihr euch wundert, wie fahren es denn Echt? halt. Das wundert ihr euch vielleicht nur, wenn ihr aus Bayern kommt. Boah. Ich muss Ja, mich hier also wir haben durchboxen. halt alles gleich gelassen vom letzten Mal. Ja, genau. Wir fahren immer gleich. Ab jetzt, ja. Oh, die fahren aber gar nicht so schnell, muss ich ehrlich gestehen. Da sind wir gleich auf Platz 1. Wenn ich nicht wieder irgendwie einen Dämpfer reinhaue, irgendwie einen Fehler reinmache. Und wo bist? Ich bin das Dritter. Ich bin Neunter. Haben wir wahrscheinlich beide ungefähr gleich viele Plätze gucken.
Boah, wow. Nee, das gibt's 3 Sekunden. Ganz schön. Oh, ich muss ihn durchlassen. Komm, fahr doch. Ja, hab ich doch. Oh, shit. Hey, die boxen mich da einfach weg. Das ist unglaublich. Zum Glück habe ich das jetzt echt mal auf Aufnahme. Wieder Verwarnung, Kollision, obwohl ich gar keine Kollision mit dem hatte. Zum Glück hast du es, ey, das musst du einfach mal sehen. Wirklich. Ich bin an der Wand und dafür kriege ich einfach eine Kollision dafür. Da machen wir dann eine extra Show noch auf. Wir werten Renés Rennen aus. Die große René Replay Show nennen wir die. Ja, genau. The Best of. Jetzt bin ich 20 von 20. Dankeschön, liebe Formel 1. Echt? Was ist das? Ja, ja. Ja, ich sag ja, das kannst du echt mal sehen im Video. Komm nämlich auch schon wieder 20. Naja, dann kommst du halt wieder vor. Aber das ist machbar. Das sind ja 18 Runden, das ist schon ein sehr langes Rennen. Ja. Spielclip aufgezeichnet, ist das ganz normal? Nee, ist nicht normal. Okay. Dann ist jetzt die Aufnahme vorbei bei dir. Aber das war's auch schon mit René. Renés Erfahrungen. Ja gut, er hat ja auch im richtigen Moment jetzt aufgehört. Er hat gemerkt, du bist 20. Da gibt's nichts mehr zum zeigen. Das ist ja hart, ey. So intelligent. Aber warum hat er das nur so angezeigt? Nee, dann ist jetzt wahrscheinlich der Clip vorbei, ja? Muss nochmal aufnehmen. Ach komm, ey. Das ist dann schwierig anzugleichen mit den Autospuren. Denk mal, es hat's mit X, wir machen es nächstes Mal dann besser. Aber er hat draufgenommen. Let's go. Jetzt bin ich wieder dabei. Und? Ja, und ich darf das alles zusammenschneiden. Ja, genau. Ja, schauen wir. Da gibt's halt 2 Teile von Mexiko. Ja, okay. Das ist unglaublich. Warum tut er das breaken? Ich weiß nicht. Man muss es halt mit NTFS formatieren. Hab ich doch. Nee, das ist ein Zwang. Aber du hast es schon über dieses, über Select quasi und dann, weil wenn du nur X drückst, dann macht er nur 30 Sekunden. Nein, ich weiß schon, das wäre ja schon längst vorbei. Aber es war ja jetzt schon ein bisschen länger, wir fahren ja schon fast 2-3 Runden jetzt auf View. Der war auch leer, oder? Der also dein Laufwerk war leer quasi. Patrick. Ja. Patrick. Ich frag bin nicht ja von nur. Gestern, ne? Ja, ja, ich frag. Ist mir auch schon passiert, bestimmt. Nein, mir bestimmt nicht, ja. Ich sag nur kaputter mal. Controller und sowas, da hat alles schon mal. Ja, das war ja was anderes. Aber ich meine, das ist jetzt wieder was. Ich bin zwar jetzt hinterm 19, 18 und so weiter, aber ich lass mich jetzt auch nicht aus der Bahn. Konzentrier dich doch mal aufs Fahren. Das Aufnehmen, ja. Das überlässt du den Profis. Du kannst, jetzt willst du doch noch ein bisschen draufdrücken, oder? Jeder kann was anderes. Du kannst fahren, ich kann aufnehmen zumindest. Ja, aber bist du sicher, dass du auch fahren kannst? Nee, fahren nicht, fahren kannst du, sag ich ja. Nein. Hast du ja schon gezeigt, hast du ja schon gewonnen. Letztens. So, jetzt bin ich mal Zweiter. Schnellste Runde immer noch von der KI. Da müssen wir ein bisschen nachlegen. In Japan haben wir uns ja duelliert um die schnellste Runde. Könnt ihr gerne nachschauen. Ja. Jetzt hat der René auch sein Eis bekommen, glaube ich. Nein. Nee. Frechheit. Ich wollte keins. Ach so. So, jetzt habe ich einen gliedernden Sektor drin. Vielleicht können wir da mal hier. Jetzt bin ich 18. Wow. Ja, die sind auch nicht so super schnell. Muss ich aufpassen, dass ich dem Kaufmann nicht ins Heck reinfahre. Das ist ja echt komisch, ey, Mexiko, ey. Ja, ich find's eigentlich ganz cool. Ja, so hin und her, ey, schwingen und dann da und da. Dauert ein bisschen, bis mein Rhythmus wieder drin ist, ja. Komm, ich hab's jetzt 14. Juli. Im offenen Flügel vorbei an. An Kaufmann. Noch ist keiner draußen, aber erst ab der 7. Runde. Jetzt hat das Boxenschubfenster geöffnet, hat er mir gesagt. Bei dir, bei mir hat er nichts gesagt. Eigentlich sollte ich auch jetzt in der 7. reinkommen, weiß ich nicht. Wieso mich alle drei
In Diamanten. Ja, in Diamantenformat nehmen. Korrekt. So, jetzt habe ich ihn. Noch habe ich wieder alles gut gemacht. 14. Ja, sauber. Bin wieder ganz knapp dabei. Ich habe schon vor mir auch die Schlange. Nur die ersten drei haben sich ein bisschen abgesetzt. Jetzt war das, ja, aber mal besser unter die 10 kommen. Ne, schon Punkte sammeln. Ist wichtig. Bleib dran, sagt er mir. Ich bin der Erste aus dem 90. Bleib dran, fahr nicht weg. Oder er vielleicht meint er in der Leitung bleiben. Weil ich hätte ihn schon längst rausgeschmissen, wenn das ginge. Ach so. Bist du gleich so böse, oder was? Ja, so viel Kampf wie der labert immer. Ja, nachdem Japan der totale Reinfall war, wo die KI richtig stark war, sind wir dann hier jetzt in Mexiko doch wieder auf dem Vormarsch, die Punkte zu holen. Ist immer sehr unterschiedlich, ne, von Strecke zu Strecke, wie die KI wirklich eingestellt ist. Ausbalanciert fühlt sich jetzt noch nicht ganz an. Ne, aber ich komme jetzt immer näher, schon mal sehr gut. Auf den 14 oder auf den 13? Ja, nein, 13 ist vor mir. Ich meine, die Schlange jetzt kommt richtig an. Schon wieder auf Zeichnung aufgehört, hey. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, wirklich. Ey, das machen wir nächstes Mal richtig. Wenn, dann wollen wir es auch richtig machen. Ja, das machen. Ja, ist voll blöd, ey, dass ihr die ganze Zeit stoppt. Geh weg jetzt zur Tür. So, 7. Runde, Boxenstoppfenster ist jetzt endgültig offen. Ich glaube, ich bleibe noch sauber gemacht, gute Arbeit. Jetzt nimmt das nicht mehr auf, wenn er sagt, sauber gemacht, gute Arbeit, gell? Mit Absicht, ey. Oh. Nervig. Ne, ich verliere jetzt schon Zeit. Okay, ich muss wahrscheinlich noch rausfahren. Wir sind ja hier auf dem soften Reifen gestartet. Also, die weichere Mischung ist dann immer ein bisschen schneller kaputt als die härter. Boah, ich bin noch nicht hundertprozentig im Rhythmus drin von der Strecke. Boah, sind alle vor mir, mich alle überholen könnte. Aber wenigstens ist das alles ebenerdig, ne? Nicht wie in Japan. Hoch runter. Ja, so. Huckelig alles hier ist. Huckelpitze. Ja. Boah. Ist voll brutal, vor mir sind 6 Rennwagen. Wenn ich die holen würde, dann wäre ja schon mal 7. werden oder 8. wie auch immer. Ja, macht es. Ja, wie denn, wenn sie mich nicht durchlassen? Hallo? Hey, der Hallo. Die machen das jetzt mit Absicht. Okay, die ist fertig. Ja, los! Ja, fahr halt! Mein Gott, muss mal schreien. Damit es überhaupt klappt, gell? Ja. Und die hören echt nur, wenn man schreit. Ja, ich hab's irgendwie verraten mit dem Kupplung halten, ansonsten Kupplung loslassen, leicht Gas geben. Ich hab's nicht ganz so bekommen. Hab eine Sekunde verloren. Da fährt der Fanclub Magazin. Wieso, wo bist du? Hinter dir bin ich jetzt rausgekommen. Achso. Bin jetzt 14. Also warst du schon drinnen? Ja. Achso. Ja, okay. Schau mal, wie viel vor mir sind und ich komm nicht durch. Was machst du denn? Ja, ich zeig dir das mal, wie es geht. Ja, rauskommen. Das mag er wieder, ne? Das ist ja zu eitel. Ja. Oh, jetzt komm. Boah, lass mich durch. Ja, das Rennen ist noch lang, jetzt mach keinen Scheiß, ne? Ich wollte auf Nachtplatz und bin auch gekommen. Ne? Sauber. So, vor mir sind wieder 3. Aber die werden eh 13. noch. Du bist der Einzige, wo Rest reingefahren ist, oder sind schon andere auch reingefahren? Weiß ich jetzt nicht, die sind ein bisschen weg gewesen, die anderen. Achso, ja, ich hab's eigentlich nicht gemerkt irgendwie. Das war ich wahrscheinlich noch. Hallo?
Oh, Murray ist wieder da. Gib mir deinen Schattenwind. Ich muss in diese... Boah, wie ist mir ein Wegdrücken in diese eine Kurven hier immer? Geht's jetzt? Halte ich lieber Abstand, ja. Nee, ich bin schon durch, ey. Ich bin jetzt Achter. Jetzt fahren sie alle rein. Eben, deswegen lass mich da gar nicht auf irgendwelche Kampf fahren. Hallo? Hallo? Warum fährt. Ey, ich bin voll auf den anderen drauf gefahren, da gibt's keine Kollision oder was? Verwarnung. Ich bin Sechster jetzt. Du bist Vierter? Oh, jetzt fährt er mir vorbei mit DRS. Darf er das? Den nicht. Bist du drin, oder? Ich bin 17. Siebter. Wie drin? Ich war doch schon drin. Bist du drin? Bist du drin oder draußen? Ich oder bin draußen. Drin. Sind die meisten drin. Das ist sehr gut, dann kann ich mir jetzt Gummi geben, ey. Rot ist vor mir. Wow, zu schnell die Kurve. Ja, noch davon. Oh, ich habe eine rote geholt. Sehr gut, schön gemacht. Gelbe Flagge, grüne Flagge drin. Gelbe Flagge jetzt hat. Hätte ich schon vorausgesehen. Ja. Grün, ja, gelb. Haben sie da Ampeln aufgestellt oder was? Ja, ja. Was? Also, ich habe schon wieder in der Kollision irgendwas. Du bist jetzt Dritter schon oder was? Was ist denn da los? Ja, 13. Okay, noch in die Box. Ach, du bist drin gewesen oder was? Ja. Achso, ist okay. Der Murray ist ausgeschieden, ey, wow. Der ist der Meister, der was immer rausscheint. Boah, jetzt wird's dunkel, ey. Dunkel? Ja, jetzt wird's bewölkt. Dunkel. Bei mir war nicht so gut. Ich meine im Spiel. Ja, meine ich jetzt auch. Erster bin ich. Yeah. Ja, Überraschung war ja gerade auch schon. Aber schön mal wieder Erster zu sein. Da steht einer. Das ist der Murray. Das ist aber immer noch gelbe Flagge, wo steht denn der? Boah, sind alle drinnen oder was? Ja, was ist denn da los, ey? Ja, wunderbar. Ja, wunderbar, das ist ja noch besser für mich. Wenn sie jetzt alle drinnen waren, Pech gehabt, Jungs. Okay, alles klar. Dann würden da mal geborgen. Hm? Der Murray steht da am Streckenrand, das gelbe Flagge. Die ganze Zeit. Normal würde jetzt das Safety Car natürlich rauskommen, wir haben es aber ausgestellt. Deswegen darfst du in der gelben Zone darfst du eigentlich nicht überholen, aber ich glaube, das Spiel sieht es gar nicht so eng. Ich habe da auch schon häufig unter Gelb überholt, es ist nie was passiert. Achso. Ist aber eigentlich nicht die offizielle Regel. Vor mir sind 4 Wagen, ich könnte Vierter werden, wow. Jetzt komm. Boah. Ja, 2 und 3 sind ziemlich weit weg, ich sehe die gar nicht. Ja, jetzt bin ich jetzt, glaube ich. Jetzt, geh weg, Sechster. Auf geht's, weg da. Ich muss hier durch. Super überholt. So fährt man Formel 1, oder was? Ja, genau so. Mit 1,22, 2,8. Oh, es sind schon wieder 4 Autos vor mir. Ah, ja, was mache ich denn eigentlich jetzt? Hat der BC super geworden, oder was? Nee, wir haben einfach auf 30 gestellt vor 2 Rennen. Nee, ich meine, du bist super, ja. Du bist super. Beides. Beides ist ja. Ja, wenigstens unter den Top 10. Ich will aber unter den Top 3 werden. Oder das Top 5. Schwer, weil Kaufmann und Moreno sind ziemlich weit vorne. Ja, ich bin, genau, ich könnte nur Vierter werden noch maximal. Aber ich sehe sie aber hier, sind die ja drei. Noch 8 Runden. Na, ich Dritter, hallo? Wir sind die 3 vor mir. Ich könnte Dritter werden. Ja, aber der Zweite ist auch nicht so weit weg. Ich bin auch nicht so weit weg. Du kannst noch Erster werden. Ja, wenn das so ist, dann war ich jetzt mal streng mit mal ein bisschen mehr. Na, langsam komm ich da rein, ey. Ich check ich schon langsam, wie es funktioniert. Ja, das weiß ich schon. Ja, aber es ist auch eine Konstellationssache. Ja, ja, auch. Fällt das, halt nicht immer so perfekt. Aber es fährt sich in diesem Spiel auf jeden Fall besser wie in den anderen. Finde ich auch, ja. Ich finde auch den Rumble besser vom Xbox-Controller als vom PS4 irgendwie. Aber das sind ja bekannte Fälle. Also die Vibration des Controllers. Jetzt habe ich mir wenigstens den Platz 4 schon mal geholt, hä? Boah. Und der andere ist da vorne. Komm, jetzt einmal Gummi geben.
Dann sind es nur noch 17 Sekunden zu mir. 2 Sekunden zum dritten bin ich nur entfernt. Nee, aber ich meine 17 sind es dann zu mir entfernt. Jetzt komm, 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 komm. Oh, der dritte ist genau vor mir. Das ist ja, ihr seid ein Punkt auf. Aber jetzt keinen Scheiß bauen, ja? Einfach cool dritter, bleiben. Dritter. Einfach cool bleiben, du hast so viele Runden vor dir. Ja, ich Wenn weiß. Wenn du es jetzt versaut, musst du wieder. Ach, ich kenne mich jetzt schon voll Profi auf Tier aus. Ich höre schon wieder, nein. Nein. Das ist jetzt passiert wirklich nichts mehr, jetzt habe ich den dritten Platz. Sauber. Auf dem Podium. Ja, stell dich mal auf eine Champagner-Dusche ein. Ja, warte mal ab. Ey. Das wäre es auch, wenn man das selber kontrollieren könnte, wie man dann da so abduscht. Den Champagner. Ja, stimmt schon. Der Multiplayer vor allem. Halt. Mhm. Aber das würde ja dann wieder den Alkoholkonsum eher bewerben, was wahrscheinlich ja nicht so gut wäre bei einem Oscar-Spiel. Das ist ja nur Computer. Ja, trotzdem. Man könnte ja sagen, es ist nur Rosenwasser, so wie es in Bahrain und so ist. Ja, genau, da kann man ja auf alle, genau, dass man es auf alle Schritten dann ausweitet. So, jetzt schauen wir nochmal hier eine neue Bestzeit vielleicht. Jawohl. Ja, jetzt wird ich schon ein bisschen weiter fahren. So, und jetzt knacken wir mal die 1,20. Ich habe jetzt mal Bock drauf. Machen also. Kann man mach das einteilen? Mach alles safe. Ja. Ich gebe jetzt mal komplett Stoff mit Fett und allem. Oh, jetzt reicht es halt mit den Reifen noch ein bisschen. Hast du die Kurven schneiden und so weiter ausgemacht als. Nee, ich habe gar nichts. Okay. Kann sein, dass es von Strecke zu Strecke ein bisschen anders gehandhabt wird. Dass sie vergessen haben, die Zonen einzustellen. Ja. So ungefähr. Oh, 7 Sekunden zum zweiten, also was ist von was ist 2 Sekunden? So schneller geht das bei mir jetzt nicht. Ja, nee, die 1,20 kann ich nicht knacken. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Nee. Ja. Nee, ich bin ja jetzt auch den langsameren Reifen, das hätte ich vorher machen sollen am Anfang. Aber da war ich ja noch im Kampf gegen die ersten zwei quasi. Aber ich glaube, ich habe jetzt einen ganz okayen Vorsprung so rausgefahren. Ja, langsam wird das schon raus, wie es hier funktioniert. 5 Sekunden bist du dahinter. Das ist machbar. Er hat noch gesagt, ich hol den Wagen vor mir ein. Ja, was die KI da so sagen lassen. Wenn ich so weiterfahre, warum nicht? Ja, bin ich auch. Boah, es riecht so lecker da draußen, ey. Oh. In Mexiko, ja, die Küche, die mexikanische Küche ist richtig gut. Wirklich, okay, das kann schon fast hinhauen, ey. So reinkommen. Nachos, Tacos, alles sehr lecker. Der zweite Quesadilla. Ah, oh, das wäre schön. So eine Chicken Quesadilla. Ah, ich hatte gerade einen Döner, das ist dann auch so. Also deshalb riecht es so. Nee, Spaß. Nee, das Essen einfach. Das riecht so genial.
Das gibt's aber nur für Gewinner, für die ersten drei. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Du hast vielleicht auch ein bisschen Überschuss, oder? Über 2 Runden wahrscheinlich. Nee, nicht? Nee. Ich hab für 0,5, weil ich muss den zweiten einholen. Ah, 0,5 wäre, da soll es jetzt auf Standard auf jeden Fall sein. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber ist ganz knapp vor mir. Ja, ich würde aber trotzdem nicht, also unter 0,5 würde ich gar nicht gehen. Ja. Weil selbst auf Standard zieht's ja ein bisschen immer noch was ab. Ja. Und dann bist du in der letzten Kurve und haut den Begrenzer rein auf 60 mph und dann guckst du. Da wird eh nicht schneller. Vorne. Da komm, ich komme ihn vielleicht noch zum Einholen. Der ist sehr nah an mir dran, der zweite. Ich sehe den zweiten gar nicht mehr. Keine Ahnung, ob du noch auf dem gleichen Server bist. Ist wieder runden los. 24 Sekunden, ich könnte jetzt nochmal locker in die Box fahren. Echt jetzt? Boah. Und der zweite vielleicht ist genau vor mir. Nee, es wird aber zu knapp. Ich überleg's gerade ernsthaft, vielleicht für die letzte Runde. Ich fahr mager und bin hinterm zweiten, gell? ich habe auch mit mager die besten Runden gefahren, ehrlich gesagt. Also das echt? Macht gar nicht so viel aus, ja. Manchmal ist das Handling sogar besser, wenn man auf mager stellt, die Raststrecke. Boah, jetzt komm. Mist. Jetzt komm! Abstand vor euch zwei. Boah! Hey, aber pass auf! Ja, jetzt hast du es! Nein! Okay, jetzt muss ich. Es geht nicht anders. Ich habe jetzt 3 Sekunden bekommen. Mist, ey. Musst du schon rausfahren. Fahr eben davon. Dann schaffst du es. Ja, moin. Hast du abgekürzt oder was? Ja, ich konnte nicht anders mehr da weghauen, wegfahren. Weißt du, sonst hätte er mich an die Wand geklatscht. Ja, dann fahr jetzt die 3 Sekunden raus, ist das schon. Ja, ich hoffe es. Ich glaube, ich fahr jetzt doch nicht an die Box, das ist mir zu riskant. Weil der lässt sich jetzt schön Zeit, der zweite ist. Der dritte und. Du bist der zweite, you are number 2 now. Jetzt komm, gib Gummi. Ja, jetzt komm ich ein bisschen Abstand. Wie viel hast du an Benzin gemischt? An Benzinüberschuss? 0,6. Ja, okay, würde ich nicht höher schalten. Ja, noch nicht. Letzte Runde, gib Gummi. Ey, krass, ich hab eine Runde Überschuss. Eigentlich kann ich die ganze auf Fett fahren. Ich fahr mal auf Fett weiter. 14 auf 2, das ist echt super, ey. Sehr gut, ja. Gute Sache. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich komme jetzt langsam wirklich wieder mit dem Gefühl von dem Fahren und so weiter. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des großen Preises von Mexiko. Mexiko, Finger vor. Dankeschön, wie es nennt. Ja, schön von dir auch. Viva la Mexico. Ich habe das zweite schon auch gehört. Wow, was hast du das zweite gehört? Was du noch gesagt hast. Nein. Ich habe gar nichts gesagt. Achso? Nee, über mich Nase. Nicht. Nein, hä? Hä? Wie jetzt hat? Ist wurscht. Jetzt mach ich fett. Es geht nicht mehr anders. Mach fett. Ja, jetzt holst du mich noch rein, oder? Die 25 Sekunden, die sind jetzt gleich weg. Es bildet sich langsam eine Lücke, hat er gesagt. Es wird langsamer. Also muss ich jetzt schneller machen. Ah, der kommt nicht so schnell um die Kurve. Jetzt kriege ich meine 3 Sekunden hier raus. Das schaue ich mir jetzt gleich noch an, weil ich bin jetzt gleich im Ziel. Ich bin sehr weit vorne. Ja, boah. Naja, was soll ich sagen? 25, 18. Ja, du bist 4 Sekunden vor ihm. Halt einfach diesen Abstand. Ja. Kein Scheiß bauen. Nein, mach ich auch nicht. Weil ich mag lieber sicher fahren, ja. Oh, jetzt sehen wir hier sehr schön dann nochmal hier ein paar Effekte. Das ist ja schön, das siehst du vielleicht auch gleich, wenn du da rumfährst. Die mexikanische Flagge in Konfetti. Echt jetzt? Und da haben wir es. Und jetzt komme ich auch durch. Glückwunsch. Ja, danke schön. Jetzt würde ich gerne noch deine... Ja, das kannst du mir beobachten, wie professionell ich fahre. Oh, schöne Farben hier, wow. Ja, das hast du auf jeden Fall sicher. Ja, der ist so weit weg. Der hat schon aufgegeben, der Kaufmann. Der hat nichts gewusst von deiner Strafe. Der hat nichts gewusst von der Strafe. Oh. Ja, sehr der schön. Glückwunsch zum zweiten Platz. Ja, danke schon endlich mal. Ey. 18 Punkte. Was ist? So, ja, das war's dann mal wieder
mit den Top-Qualitäten von Patrick und René. Hast du jedes Mal ein anderes Gesicht? Kann das sein? Nein. Ach, ist es der, den du selber erstellt hast? Ja. Man kann ja den Fahrer selber erstellen in der Karriere. Deswegen habe ich dieses Gesicht. Aber du hast den? Ich habe den linke. Ja, ja. Hast du den erstellt? Du hast ja, jedes Mal ein anderes Gesicht, oder? Nein. Dachte ich jetzt. Ist noch ein bisschen dunkler jetzt gerade da. Ja. Nee, war glaube ich letztes Mal anderes. Wir werden, der Videobeweis kommt ja. Dann. Ich stelle ihn auf Twitter. Okay, ich ja. Danke schön. Level 21. Jawohl. Ja, okay. Ja. Ja, wollen wir noch Erzähl auf die Wärmewertung gucken? Schauen wir noch mal auf die Wärmewertung. Moment. Also ich habe einmal eine Strafe bekommen, 30 Sekunden, trotzdem bin ich Zweiter geworden noch. Der Kaufmann, leider hat er da seine 3 Sekunden. René, ich bin ein Kind von dir. Millisekunden hat es hingepasst. Vega 100 Millisekunden knappe unter, okay, 90 Millisekunden noch schärfer, ja. Habe ich es geschafft, den zweiten Platz zu erobern. Boah. Trotz 3 Sekunden, nein, wow. Sehr schön. Das musste ich vielleicht mal zu Risiko aufnehmen, damit ich auch so fahren kann, ja. Okay, jetzt bist du auf Platz 10 in der WM-Wertung mit 68 Punkten. Oh. Wir haben jetzt noch wie viele Rennen? 4 sind es, glaube ich. Du kannst also, wenn du gewinnst alle 4 Rennen, dann kannst du noch 100 Punkte kriegen. 4 mal 2 ist 25, ja, 100 Punkte, ja. Und dann kannst du noch auf 168 kommen und der vierte hat 140. Der dritte hat 199. Also du kannst noch auf Platz 4 kommen, wenn du jetzt alle 4 Rennen gewinnst. Das ist das Maximale, was noch rauskommt. Und bei mir, ich habe jetzt 48 Punkte Vorsprung. Da kann jetzt nicht mehr so viel anbrennen, glaube ich. Ja, gut. Das war der große Preis von Mexiko. Hat viel Spaß gemacht. Dann sehen wir uns in den USA wieder. Jawohl, dann bis demnächst. Auf Wiedersehen.